Die Flüchtlinge in Ungarn treten in den Hungerstreik. Eine Gewissheit über MH370 ist bestätigt und es geht auch um die Wirtschaft. Die Themen bei Update Politik. Mit so einem spontanen Anfang habe ich noch nie mit gerechnet. Und endlich, der Moderator sieht wieder gut aus. Herzlich willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag. Der erste Freitag im September, so muss man das sagen. Also der Sommer ist fast vorbei, liebe Freunde. Wenn schon noch einige schöne Tage. Schöne Themen haben wir hier heute nicht. Einerseits natürlich zwei Themen, wo wir uns natürlich fragen müssen, warum und wieso, beziehungsweise wo wir natürlich ein bisschen Hoffnung haben, ob das natürlich endlich Gewissheit bringt. Und zwar nämlich MH370. Seitdem ich ja Videos hier bei DERCHO.TV mache und das schon seit mehr als 2,5 Jahren, ist dieses Flugzeug schon mehr als 1,5 Jahre verschwunden. Mit 239 Menschen an Bord ist die Maschine eigentlich Anfang März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur, der malaysischen Hauptstadt, Richtung Peking, der chinesischen Hauptstadt, unterwegs gewesen. Die meisten Menschen waren ja Chinesen und die Maschine ist nach gut einer Stunde spurlos verschwunden. Bis heute und damit auch noch weiter voraus ist die Ursache nicht geklärt, wie die Maschine vom Kurs abgekommen ist, wo die Maschine hingeflogen ist und was dort passiert ist. Jemand war professionell genug, um natürlich die ganzen Daten abzuschalten bzw. um natürlich das Flugzeug zurückzuverfolgen. Und Ende Juli ist eine Flügelklappe an die französische Insel La Réunion, nämlich im Westen Afrikas an einer kleinen Insel, angeschwemmt worden. Dieses Flugzeugwrackteil wurde überprüft und die französische Staatsanwaltschaft hat diese Woche bekannt gegeben, es stammt von MH370. Die Maschine, die seit 1,5 Jahren verschwunden ist, ist wahrscheinlich abgestürzt, irgendwann als der Sprit wahrscheinlich leer gegangen ist, kann man natürlich verstehen. Und es ist das allererste Wrackteil, was gefunden wurde. Es gab natürlich später dann auch Meldungen, wo es hieß, ja, es sind auch beispielsweise noch Kleidung gefunden worden, Sitze oder so. Das stellte sich natürlich dann als Ente heraus, als Falschmeldung, was dann natürlich war, dass es einfach nur Müll war, der dann angespült wurde. Die Staatsanwaltschaft in Paris geht davon aus, dass das natürlich so ist. Man hat natürlich unter anderem selbstverständlich Nummer, die Flugnummer bzw. die Modellnummer, die an dem Flügel noch zu finden war. Es war ja voll mit Muscheln angesetzt, weil das ist ein Jahr lang durch den Indischen Ozean geschwemmt worden und irgendwann an der französischen Insel La Réunion gefunden worden. Und man kann natürlich auch nur vermuten, dass einer der beiden Piloten einfach den Kurs ausgewichen ist, natürlich die ganzen Instrumente zur Überwachung des Kurses abgeschaltet hat und dann natürlich dem Kurs abgewichen ist, dem eigentlichen Kurs von Kuala Lumpur nach Peking und dann dementsprechend halt den Kurs geändert hat, bis die Maschine keinen Treibstoff mehr hatte. Und das ist natürlich eine Riesenangelegenheit, die natürlich auch Australien natürlich mit einer Suchaktion so betrifft. Aber ob man natürlich, sagen wir mal, den ganzen Rest der Maschine oder weitere Informationen, wie beispielsweise doch noch die Blackbox oder so zu finden, das ist eher unwahrscheinlich, denn man kann wohl vermuten, dass die Teile von MH370 überall im Indischen Ozean verteilt wurden, als die Maschine geradewegs mit leerem Tank auf die Wasseroberfläche geknallt ist. Und da bleibt ein Flugzeug natürlich mit so einer Geschwindigkeit, wenn urplötzlich der Treibstoff alle ist, nicht geradewegs weich, landet nicht weich, sondern sehr hart und da kann es zerbrechen. Das wird wohl eines der, sagen wir mal, geheimnisvollsten Flugunfälle überhaupt in der Luftfahrtgeschichte sein. Also das wird natürlich sehr, sehr kritisch sein, was man da überhaupt darüber berichten kann. Uns verfolgt es ja bei DERCHO.TV auch schon seit einer langen Zeit. Und als ich ja damals sogar noch Web-TV gemacht habe, wo ja maximal 500 Zuschauer ja zuschauen konnten, war eines der ersten Berichte, die ich darüber gemacht habe, nämlich Flug MH370. Das Thema wird uns auch noch weiterhin auf dem Laufenden halten, aber damit kommen wir jetzt zu einer guten Überleitung und zu unserem Thema der Woche, der Flüchtlingskrise in der EU. Man kann eigentlich sagen, dass das Projekt, wenn man eigene Meinung einbinden möchte, obwohl das hier eine meinungslose Sendung des Moderators sein sollte, dass das Projekt Europa
gestorben ist. Denn so wie sich Ungarns Regierungschef Viktor Orban benimmt, ist das eigentlich kackendreist. Immer mehr Flüchtlinge kommen über die Balkanroute nach Deutschland bzw. nach Österreich. Alleine diese Woche fuhren ja einige Züge von der ungarischen Hauptstadt Budapest zu uns nach Deutschland und auch nach Österreich. Und natürlich heißt es selbstverständlich, wie will man das Ganze regeln? Es gibt natürlich Länder in der EU, die sagen, nee, wir nehmen nur so viel und fertig. Und andere verlangen natürlich, wie Deutschland beispielsweise, es soll eine Quote für alle gelten. Da fragt man sich natürlich, wo ist denn da der Zusammenhalt, der europäische Geist? Man hat natürlich auch, Gedanke, nicht Geist. Der Geist ist wahrscheinlich schon gestorben und schwirrt als Geist woanders herum. So kann man das ungefähr beurteilen, wenn man das nach einem Kommentar nennen würde. Aber man kann auch wirklich sagen, dass das wirklich nicht toll ist. In dieser Woche beispielsweise haben viele Flüchtlinge den Ostbahnhof von Budapest eingenommen. Die Polizei hat ihn erst dicht gemacht, dann wieder aufgemacht und viele sind dann natürlich mit Zügen bis an die österreichisch-ungarische Grenze gefahren und dann wurden sie gestoppt. Jetzt haben unter anderem 500 protestierende Flüchtlinge nämlich an einem Bahnhof in Biskere in Ungarn verbracht und seit gestern Nachmittag sind sie in einem geplanten Flüchtlingslager eigentlich unterwegs und nach Angaben der Polizei verweigern sie Essen und Trinken, treten in einen Hungerstreik. Warum? Weil sie weiter nach Deutschland wollen. Natürlich ist es selbstverständlich, dass die Polizei weiterhin, selbstverständlich nicht, dass die Polizei es weiterhin verhindert. Und sie waren ja in Budapest in einem Zug Richtung Sopron an der österreichischen Grenze gestiegen und von dort aus nach Österreich wenigstens zu gelangen. Unerwartet ist der gestoppt worden, 37 Kilometer westlich der ungarischen Hauptstadt. 20 Busse standen dann zur Verfügung und wurden dann natürlich in ein Flüchtlingslager weitergebracht. Auch Dolmetscher waren dabei. Ein Dutzend Flüchtlinge seien dort in das Lager gebracht worden. Die übrigen blieben im Zug, um natürlich weiterhin weiterreisen zu wollen in den Westen. Derweil hat Ungarns Regierungschef Viktor Orban am Donnerstag in Brüssel versichert, dass keine unregistrierten Flüchtlinge sein Land verlassen werden. Er warf unter anderem auch die Bundesrepublik nämlich davor, seine Politik Flüchtlinge anzulocken. Deswegen sei die Flüchtlingskrise ein deutsches Problem. Ob er falsch interpretiert wurde oder ob er es wirklich so gesagt hat, das bleibt den Kritikern übrig. Was natürlich Orban damit sagen will, er ist damit überfordert. Ganz einfach. Das Parlament will heute an diesem Freitag eine größere Militärpräsenz und auch verschärfte Kontrollen an Serbien ansetzen oder abstimmen. Damit würden auch Schlepper, die natürlich aber auch Migranten abgeschreckt werden, so will das natürlich dann Orban halt machen. Er will sich auch vom Parlament die Entsendung von 3.500 Soldaten geben, die an die Grenze zu Serbien hinkommen sollte. Und es gab direkt sofort Kritik, und zwar nämlich vom luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn im ZDF-Heute-Journal. Er sagte nämlich dort, Orban sei ein Mann, der vieles kaputtgeschlagen hat, nicht nur in seinem Land, sondern auch, was die Werte in der Europäischen Union angeht. Wir sind konfrontiert mit einer der größten Herausforderungen seit Kriegsende, humanitär, aber auch, was den Zusammenhalt betrifft, und solche Parolen brauchen wir nicht. Ja, dessen Land hat ja derzeit die EU-Ratspräsidentschaft ja in sich inne und er betonte auch weiter, dass man einem Menschen, der die Barbarei des IS in Syrien erlebt hat, eine Chance geben müsse, weil viele flüchten natürlich auch wegen Krieg und wegen Terror des Islamischen Staates, natürlich auch wegen Bürgerkrieg, fliehen sie nach Europa, weil sie dort natürlich hoffen auf ein besseres Leben. Man müsste sich das eigentlich immer wieder vorstellen, wenn es hier so wäre, wir würden auch flüchten. Und da muss man eigentlich nicht wieder so eine tiefe Wunde schneiden, denn man weiß sowieso, wie es immer endet. Nazi-Parolen stehen auf sozialen Netzwerken, die nicht gelöscht werden, weil Titten, sagen wir mal Brüste, schlimmer sind als Nazi-Parolen. Und dann wird dagegen halt nicht viel getan, außer man kann eine Geldstrafe verhängen und fertig. Mehr geht auch nicht. Natürlich müsste das auch Viktor Orban wissen und weiter sagte Asselborn, aber wenn Orban ein Christ ist, dann ist Kim Il-sung
auch ein Christ, so sagte er das. Am Nachmittag werden außerdem dann in der tschechischen Hauptstadt Prag die Regierungschefs von Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn zusammenkommen und nur über ihre Flüchtlingspolitik abstimmen. Die Länder sind zuletzt auch in der scharfen Kritik gegangen, weil sie verbindliche Quoten ablehnen. Derweil kam ins Gespräch, dass jedes EU-Land 120.000 Flüchtlinge aufnehmen soll. Deutschland alleine wird in diesem Jahr mehr als 800.000 Flüchtlinge erwarten. Viele andere Politiker sprechen sogar von 1 Million, mehr als in den letzten seit 20 Jahren. Und man weiß selbst auch noch nicht, wie viel das genau sein wird. Deutschland ist natürlich gerüstet, das sagt die Bundeskanzlerin. Und wir hoffen, und gibt auch natürlich große Solidarität gegenüber der Flüchtlinge von den Bürgern. Es wird viel gespendet, es wird viel geholfen. Das ist wenigstens etwas, wo man die Seite mehr zeigen muss, als natürlich den braunen Fleck an der rechten Krawatte. So muss man das ungefähr sagen. Der Spruch hat jetzt so ungefähr keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst, was ich hoffentlich damit meine. Ja, das Flüchtlingsthema wird uns auch weiterhin beschäftigen in den News, natürlich auf derchotv.wordpress.com. Da möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es dort eine neue Rubrik seit dieser Woche gibt, und zwar nämlich die News am Morgen, die News am Abend und die News am Mittag. Habe ich schon wieder in der falschen Reihenfolge gesagt. Ja, und dort findet ihr 3 News aus den verschiedenen Bereichen von DERCHO.TV zusammengefasst. Natürlich jeweils gegen morgen um 8, 9 Uhr von Montag bis Freitag, also am Wochenende, wird es diese News noch nicht geben. Das ist auch im Übrigen eine Testphase. Dazu morgen bei Update Medien mehr. Wir kommen zu den News der Woche, gleich noch Wirtschaft, aber jetzt erstmal die Meldungen der Woche. Und in dieser Woche ist Bayern, sagen wir mal, satirisch aus dem Ausnahmezustand. Am kommenden Sonntag wäre der ehemalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß 100 Jahre alt geworden. Damit will heute die CSU natürlich feiern mit Rednern bei der Hans-Seidel-Stiftung in München. Dort ist eine Gedenkfeier geplant. Unter den Rednern ist unter anderem der CSU-Ehrenvorsitzende und ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber und der amtierende Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer. Die Opposition, die natürlich in Bayern aus SPD, Grünen und auch AfD besteht, glaube ich nicht AfD, ich weiß es nicht, also die Opposition, sagen wir es mal so, bleibt dieser Feier aus Protest gegenüber, weiß ich nicht, fern. Wurde nicht geschrieben, wurde nicht gesagt. Fern bleibt erstmal Otto Peres von seinem Staatschefsitz. Er hat nämlich in dieser Woche wegen Korruptionsvorwürfe und der Korruptionsaffäre beim Zoll den Hut genommen als Staatschef von Guatemala. Das Parlament hatte nämlich auch in dieser Woche seine Immunität aufgehoben und somit konnte dann auch die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er wird nämlich beschuldigt, einer der führenden Köpfe eines Netzwerkes beim Zoll gewesen zu sein, wo sie Zollabgaben in Millionenhöhe gegen Schmiergelder einfach mal erlassen haben sollen und somit natürlich illegale Waren sogar ins Land geschmuggelt haben sollen. Und wie soll der erste Freitag im Monat natürlich aussehen ohne die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit? Die sind im August die Zahlen leicht gestiegen. So waren im August 2,796 Millionen, also fast 2,8 Millionen Menschen ohne Arbeit. 23.000 mehr als im Juli, 160.000 weniger aber als im August letzten Jahres. Das ist der niedrigste Augustwert auch seit 1991. Die Arbeitslosenquote, die stieg um 0,1% auf 6,4%. Die Begründung dazu lautet, dass durch die Sommerpause die Zahlen der Arbeitslosen leicht gestiegen ist. Einige, ja, arbeiten ja nicht, beziehungsweise es ist Urlaub. So viel dann auch dazu. Das sind die News der Woche gewesen. Mehr News, wie immer natürlich jetzt etwas mehr, natürlich auch komprimiert bei den News am Mittag, morgen und Abend, schon wieder falsche Reihenfolge, auf derchotv.wordpress.com. Ich kann jetzt das Wasser gebrauchen. So, wir kommen zur Wirtschaft. Gazprom ist eine russische Energiefirma. Gehört dem Staat, ist klar. DERCHO.TV boykottiert ja eigentlich russische Meldungen und auch natürlich, was den Ukraine-Konflikt angeht. Mit dieser Meldung lockern wir das Ganze ein bisschen, denn da hat eine deutsche Firma nämlich auch noch was zu sagen, und zwar nämlich BASF. Ja, die haben nämlich ja einen Deal veranstaltet, einen Tausch von Firmenanteilen Ende des letzten bzw. des vorletzten Jahres. Im Zuge des Ukraine-Konflikts aber wurde das Ganze ja natürlich gestoppt, weil es hieß Gazprom böse, Gazprom Putin, Putin böse, Russland böse, so ungefähr. Und nun wird das Ganze natürlich nun zu Ende gebracht, wie geplant. Somit hat BASF mitgeteilt,
dass sie ihren Gashandels- und Speichergeschäft trennen wollen, dafür aber ihre Öl- und Gasforderungen weiter ausbauen wollen. Und die EU-Kommission hatte ja die Transaktion schon bereits Ende 2013 angestimmt, als der Ukraine-Konflikt so langsam in die heiße Phase kam und da es noch nicht so schlimm war. Die hundertprozentige BASF-Tochter Wintershall erhält demnach auch den wirtschaftlichen Gegenwert von 25% plus einen Anteil an zwei Blöcken an Erdgasfeldern im Westen vom kalten Sibirien, die gemeinsam von beiden Unternehmen erschlossen werden sollen. 2018 dann soll die Produktion anlaufen. Pro Jahr sollen mindestens 8 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert werden. Wohin natürlich? Zu uns hier nach Deutschland, damit wir uns den Arsch im Winter nicht abfrieren, auch wenn kein Schnee liegen sollte und es nicht minus 15 Grad ist. Im Gegenzug überträgt Wintershall ihre Beteiligung am bislang gemeinsamen betriebenen Erdgas-, Handel- und Speichergeschäft an Gazprom. Und dazu zählen laut BASF selbst die 50-prozentigen Anteile an dem Erdgas-Handelsgeschäftsgesellschaften Wingas und an dem Wintershall Erdgas-Handelshaus Berlin. Kurz W-I-H oder W-I? W-I-E-H, so heißt es abgekürzt, sowie die Anteile an der Speichergesellschaft Astora und an den deutschen Energiespeichern in Rädern und Jemgum. Außerdem wird sich Gazprom zu 50% an der Wintershall Nordsee beteiligen, Nordsee mit Z geschrieben, die an der südlichen Nordsee von den niederländischen, britischen und dänischen Küsten Erdöl und Erdgas sucht und fördert. Die Zusammenarbeit bei Transport von Erdgas wollen trotz des Ukraine-Konflikts und der Sanktionen gegenüber der EU an Russland weiterhin fortführen. Das ist wenigstens mal eine gute Nachricht, außer der Politik, dass es wenigstens wirtschaftlich noch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland natürlich noch gibt. Etwas wenigstens. Ein positiver Schritt, so kann man das sagen. Ja, soviel dann auch zu unseren Themen an diesem Freitag. Und das war es auch schon so ungefähr von Update Politik für diese Woche. Morgen natürlich Update Medien ist selbstverständlich klar. Und ich darf darauf natürlich hinweisen, dass es Facebook und Twitter gibt. Auch YouTube ist selbstverständlich auch noch dabei. Ein Abo wäre nicht schlecht, sage ich ja immer an dieser Stelle. Und natürlich ein Like und ein Zwitschervögelchen für Twitter wäre auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Folgt mir auf Twitter. Ja, so kann ich das ungefähr sagen. Ja, das sind die sozialen Netzwerke bzw. die Webseite der echotv.wordpress.com. Da gibt es natürlich auch immer wieder Aktuelles und Neues aus der Welt der Politik, aus aller Welt und natürlich aus der Wirtschaft. Nächste Woche gibt es ja auch wieder eine Ausgabe und ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Solltet ihr dieses Video nach dem Wochenende gucken oder nicht, wünsche ich euch einfach alles Gute. Wir sehen uns bei Update Medien am Samstag. Bis dahin, tschüss.